Hallo, Python-Programmierung Dictionaries. Die Zeilen wurden vorausgespeichert als Datei dict.py im persönlichen Ordner und die Datei wurde als ausführbar markiert. Sogenannte Dictionaries oder Dicts werden in anderen Sprachen oft Hashes oder assoziative Arrays genannt. Wie auch Listen können Dictionaries beliebige andere Datentypen verwalten. Während Listen aber ihre Einträge intern mit fortlaufenden Nummern adressieren, können die Einträge in Dictionaries mit Zeichenketten, beliebigen Zahlen oder anderen Datentypen adressiert werden. Somit besteht jedes Dictionary aus zwei wesentlichen Elementen, Schlüsseln und Werten. Ein leeres Dict wird in Python entweder mit der Funktion dict oder zwei geschweiften Klammern erstellt. Persons ist gleich dict, Klammer auf, Klammer zu und persons ist gleich geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, sind also äquivalent. In folgendem Beispiel sollen nun verschiedene Personen und ihr jeweiliges Alter in einer Datenstruktur gespeichert werden. Dies könnte wie folgt aussehen. Persons ist gleich geschweifte Klammer auf, Peter, Doppelpunkt 18, Ilse, Doppelpunkt 87, Jürgen, Doppelpunkt 33, Jutta, Doppelpunkt 25, geschweifte Klammer zu. Wie also auch Listen lassen sich Dicts initial befüllen. Die Namen sind in diesem Beispiel jeweils die Schlüssel, das Alter der dazugehörige Wert. Schlüssel und Wert werden durch einen Doppelpunkt getrennt. Mehrere Schlüssel-Wertpaare durch ein Komma. Um das Alter von Peter aus dem Dict auszulesen, genügt folgender Aufruf. Print Leerzeichen persons, eckige Klammer auf, Ruf Unicode, in Anführungszeichen Peter, eckige Klammer zu, speichern und ausführen, Python Leerzeichen dict.py. Es fällt auf, obwohl Dicts mit geschweiften Klammern erstellt werden, wird wie auch bei Listen mit eckigen Klammern auf die Werte zugegriffen. Auch sonst gibt es einige Parallelen zwischen Dictionaries und Listen. Um beispielsweise zu überprüfen, ob der Eintrag Hans in einem Dict vorhanden ist, wird ebenfalls der Operator in genutzt. So zum Beispiel if Hans in persons Doppelpunkt nächste Zeile einrücken, print persons Hans, nächste Zeile else Doppelpunkt einrücken, print und jetzt die Ausgabe, der Eintrag Hans ist nicht vorhanden, speichern und ausführen. Während der In-Operator aber bei Listen das Vorhandensein des Wertes Hans abfragt, bezieht sich der Operator bei Dicts auf den Schlüssel Hans. Ebenso wie bei Listen führt der Zugriff auf ein nicht vorhandenes Element Schlüssel zu einem Fehler. In manchen Situationen ist es aber vielleicht gar nicht so wichtig, ob ein bestimmter Eintrag nun in einem Dict vorhanden ist oder nicht. Für solche Fälle gibt es die Get-Methode in Dicts. So zum Beispiel print Leerzeichen persons.get, Klammer auf, Hans, 50, Klammer zu, nächste Zeile, print persons.get, Klammer auf, Peter, 5, Klammer zu, speichern und ausführen. Die Methode get erwartet als ersten Parameter einen beliebigen Schlüssel. Ist der Schlüssel im Dict vorhanden, wird der dazugehörige Wert zurückgegeben. Andernfalls wird der zweite Parameter, hier zum Beispiel 15, zurückgegeben. So lassen sich beispielsweise Standardwerte für nicht vorhandene Schlüssel implementieren. Gut zu sehen ist, dass der Aufruf in Zeile 17 nicht 5, sondern 18 zurückgibt. Denn dieser Wert wurde oben dem Schlüssel Peter zugewiesen. Der zweite Parameter der Get-Methode ist optional. Er muss nicht angegeben werden. Wird kein zweiter Parameter angegeben, gibt die Methode None zurück, wenn der gesuchte Schlüssel im Dict nicht vorhanden ist. So zum Beispiel Zeile 19.
print-persons.get, Klammer auf, Anke, Klammer zu. Speichern und ausführen.